Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der allerletzten Folge Raft. Wir haben es ja im letzten Stream nicht komplett geschafft, es hinzukriegen. Da sind wir ein bisschen nervös geworden, haben vielleicht ein bisschen übertrieben mit allem. Und ja, es war einfach zu spät schon, ne? Machen wir es halt so, wir gehen halt der Zeit die Schuld. Sarah, was hältst du davon? Ist das eine gute Sache? Ja, ist eine gute Sache. Also ich bin heute sehr positiv optimistisch gestimmt. Wir werden das schaffen. Ja, bin ich auch der Meinung. Also wir sind ja jetzt noch beim Alpha. Den Alpha müssen wir noch töten. Und wir dachten uns noch, wir gucken noch ein bisschen Equipment reinzukriegen. Jetzt haben wir komplette Rüstung, haben wir. Wir haben ja Speere. Wir haben jetzt keine Macheten mehr, sondern wir gehen auf den Speer. Weil ich der Meinung bin, dass man besser mit dem Speer gegen den kämpfen kann, wie mit der Machete. Wir haben auch Pfeil und Bogen. Natürlich fast nichts dabei, ne, weil es macht keinen Sinn. Hier, Getränk ist aufgeladen, Essen ist aufgeladen, plus Herzen dabei. Ich habe noch ein bisschen Salben hergestellt. Wir haben noch ein bisschen Essen dabei. Aber falls wir sterben, dass wir nicht viel verlieren. Das ist genau der Trick der Sache. Und ich denke mal, wir sind gut ausgestattet für jetzt hier den Alpha zu legen. Was hältst du davon? Ich bin bereit. Auf geht's. Auf geht's. Okay, dann müssen wir erstmal wieder runter. Ne? Und dann gucken wir mal, dass wir den Alpha legen können. Ich habe übrigens mal ein bisschen nach meinen Grafiken und alles geguckt. Und es liegt tatsächlich so, dass das Windows-Update mir mega Probleme macht. Und deswegen ruckelt das Ganze. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch ein bisschen was an den Einstellungen gedreht und gemacht und getan. Noch ein bisschen den Windows wieder neu eingestellt, weil ja, Microsoft so nett war, in den Einstellungen mir alles irgendwie zu zerhauen. Und da dachte ich mir, okay, wenn du so bist, dann ist es okay für mich. Und dann habe ich alles wieder gerade hier gerichtet. Und es sieht gerade aus, als wäre es sehr gut. Ich habe mir auch mal hier den Taskmanager aufgerufen, für meine Leistung mal abzurufen. Und es sieht jetzt so aus, wir machen ja hier gerade einen Stream. Also wir nehmen ja gerade wieder normal auf. Ne, Stream machen wir in dem Fall ja nicht. Schaffst du es hochzukommen? Moment, ich kämpfe mal hier, komm hier. Ja, hoppala, ich liege auch schon wieder im Wasser. So, pass auf, ein bisschen zurück hier ist ein bisschen schwieriger. Ja, super. Okay, geschafft. Perfekt. Also ich weiß auch nicht, warum ich da momentan so Probleme mit habe irgendwie in Raft. Ach, manchmal will es einfach nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen hier in das Haus hoch, ne? Wir müssen irgendwo hin, nach oben, ja. Ja, genau, hier müssen wir hin. Und es ist jetzt so, wir haben eine GPU-Auslastung, also von der Grafikkarte von 47% und eine CPU-Auslastung, beziehungsweise vom Prozessor, von 22 bis 23%. Also es kann nicht an der Leistung vom Rechner liegen. Es kann nur irgendwie, hast du jetzt gedrückt? Ja, hat gedrückt, super. Es kann nur irgendwie daran liegen, dass meine Aufnahmesoftware oder meine Internetverbindung irgendwie dafür sorgt, dass es nicht flüssig in den Stream rüberkommt. Beziehungsweise bei mir selbst hat es ja auch geruckelt wie Sau. Aber ihr seht, es läuft wieder flüssig. Es läuft. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und, es dann, ging hier rum, ne? Genau, und als wir hier rumgingen, guck mal, hier ist jetzt die, ne, da nicht. Wir sind ja immer hier durch und dann sind wir hier unten rein. Und mir ist dann aufgefallen, als ich einmal die Runde gelaufen bin. Man kann jetzt hier hochgehen. Kann man ein bisschen abkürzen. Aha, okay. Hier, da braucht man nicht mehr da außen rumzulaufen. Dann gehen wir hier hoch und hier ist eine Leiter. Die stand da oben schon. Die war mir aufgefallen. Ah. Und ich dachte mir so, okay, warum ist hier so eine blöde Leiter? Die stand ja hier so raus und hab dann mal, da steht ja benutzen. Hab ich die benutzt, ist die runtergefallen. Da kann man ein bisschen abkürzen, ne? Ist mega geil. Dann ist mir aufgefallen, die Lianen hier sind wieder gespawnt, warum auch immer die da sind. Aber dadurch, dass wir hier schon weiter sind, können wir schön gemütlich hier reingehen. Hier durchlaufen, ne? Ja. Ja, das ist halt mega praktisch. Und ich habe hier drauf, lagen noch ein paar Münzen drauf. Falls einer noch nicht so weit ist oder braucht noch Münzen, hier liegen welche, ne? Hab ich noch so gefunden. Also, mal gucken. Ich fühle mich wohl, würde ich sagen. Ich fühle mich auch wohl. Also ich bin jetzt sehr gespannt, aber ich glaube, wir müssen den ja einfach kaputt stechen, ne? Ja, wir müssen. Ich schätze mal, also weil er ging ja nicht beispielsweise, hat er keinen Schaden genommen, als er da Futter bekommen hat. Da steht Olof ja schon, da steht der Alpha. Wir gehen runter. Wo bist du? Bin hier. Ah, du bist hier. Wir stechen einfach auf den auf, sobald der. Also Taktik wäre folgende. Ich gehe in den Nahkampf und du bleibst mit dem Bogen im Fernkampf. Okay, ich kite ihn, ja? Du kitest ihn. Und wenn er auf dich zukommt, und also wenn du Aggro hast, dann rennst du weg. Und ich probiere ihn wieder auf mich zu locken. Ich habe 30 Pfeilen. Du hast 30 Pfeilen. Jawohl. Solltest du keine mehr haben, schenke ich dir meine einfach. Ne? Okay, alles so, klar. So, Essen ready, alles ready. Salbe hast du auch ready. Alles ready, ich bin bereit. Also ich würde sagen, here we go, let's go, ne? Gucken wir mal, was wir machen können. Er kommt auch direkt. So, super. Ah, guck mal, das hier ist schon wesentlich besser. Das packt doch nicht. Und ein weiteres Problem, was mir aufgefallen ist, guck mal hier, wie gut das geht. So, jetzt ist er unbesiegbar, ne? Das haben wir ja, das ist der Modus. Oh, so. Scheiße. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt irgendwie die Halsketten da noch nutzen können. Ich muss ein bisschen ausweichen. Oh, scheiße.
Hallo, nimm den. Genau. Ja, guck mal, das geht hier viel besser damit mit dem Speer als mit dem Dings. Und was man auch nicht vergessen darf, wir spielen ja hier nicht im Pussy-Modus, sondern wir spielen immer noch auf Schwer. Und ich glaube, das hatten wir vollkommen unterschätzt das letzte Mal, ne? Oh, ich bin. Oh, stehen in der Säure. So, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm zurück. So, pass auf, jetzt schmeißt er wieder seine Steine da. Auf dich. Ja, super ausgewischen. Ja, und vor allem, es buggt nicht mehr. Man kann sauber ausweichen. Das ist halt mega geil. Und mit dem Speer sieht man. Oh, oh, oh. So, ich nehme mal den Bogen. Ja, jetzt ist er, glaube ich, auf mir, ne? Ja, jetzt kommt er auf mich. Er ist unbesiegbar. Ah, jetzt kriegt er wieder Futter. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, ich weiche aus. Ja, super. Ah. Ja, zu zwei ist das noch ein Tickchen einfach. Oh, scheiße, scheiße, raus, scheiße, scheiße, Säure, aber es geht noch alles. Es ist alles im grünen Bereich. Finde ich auch, weil wir halt Rüstung haben, ne? Ja, 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 genau, das auch. Oh, ja. Aber die Säurefelder sind schon echt heftig. Also da ist mittlerweile ziemlich viel zugepflastert, ne? Ja, richtig. Es wird, ah, jetzt immer wird er wieder gefüttert. Genau, jetzt müssen wir gucken, was er macht. Schieß mit dem Bogen drauf. Ja. Ja. Man, okay, ich laufe durch die Mitte weg. Ja, ich schieße weiter auf ihn drauf. Ja. Was? Das war's schon? Das war's? Really? Boah, ernsthaft? Ich habe nur 14 Pfeile verbraucht und ich habe noch nicht mal alles getroffen. Ich habe 8 Pfeile und ich habe ein bisschen mit dem Speer gestochen. Warum war das denn so kompliziert? Guck mal hier. Übel. Wie sieht dann live aus? Ey, ich bin gerade, sind die Herzen, die Zusatzherzen nur runter. Ja, ich habe nichts gebraucht tatsächlich, ne? Also ich habe. Willst du ihn aufnehmen? Also willst du ihn duben? Ja, ja, gerne, gerne, gerne. Ey, Wahnsinn. Und ja, aber ich glaube, die Rüstung ist ausschlaggebend. Ey, die Rüstung macht echt viel aus. Also ich würde auf jeden Fall in den Alpha-Kampf mit Rüstung reingehen, definitiv. Ja, würde ich auch jedem anraten. Guck mal, wie entspannt das jetzt war. Mega krass. Ne? Vor allem, wir hatten ja noch im Stream, hat Sarah und ich, wir haben uns das nachträglich schon angeguckt, der hat ja unfassbar viel Damage gemacht, ne? Ja, ja. So ein Biss, aber gefühlt ein Viertel weg oder so. Okay, ja, was ist jetzt? Also ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt geht. Also die Ketten hier haben wir irgendwie nicht gebraucht. Ich hätte gedacht, man befestigt den irgendwie hier. Hätte ich auch gedacht. Das wäre auch eigentlich noch eine schöne Mechanik gewesen, dass man irgendwas mit den Ketten hätte machen können. Aber richtig. Gut, es ist halt, wie es ist. Ne? Ich habe aber jetzt eine andere Theorie, dass Olof den hier gefangen gehalten hat, mit zwei Halsbändern für den zu zähmen. Ah, das ist natürlich drin, ja, ja. Das könnte sein, ne? Okay, dann here we go, let's go. Gucken wir mal, was los ist. Ne? Ja, gucken, was Olof jetzt noch drauf hat, ne? Oder ob es das jetzt war. Ich weiß es ja nicht. Ich hab keine Ahnung, lass uns überraschen. Mal, drückst du auch mal? Ah, die gute alte Fahrstuhlmusik. Also ich bin jetzt gespannt, Jude. Was uns erwartet. Es geht noch höher, es geht noch höher. Okay, kommt zurück. Olof, komm zurück. Da ist er, da ist er. Da ist er. Ihr könnt nichts tun, bleibt weg, alles ist meins. Okay. Oh, Olof. Ui, 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 ui. Wo ist er? Ich werde diesen Ort niederbrennen, okay? Er hängt da im Ding drin. Er hängt an der Lampe. Geil. Macht mich los, okay? Ja, okay, dann gucken wir uns gerade mal hier um. Aber ist ja auch ein geiler Konferenzraum hier, ne? Ja, also hätte ich jetzt auch nichts gegen. Ja, das ist ja mega hier, ne? Liegt hier noch irgendwo eine Münze oder so? Nö, hier ist gar nichts. Also ich habe gerade auch schon überall geguckt. Ich guck mal, da oben ist noch irgendwie so eine Schalttafel. Achso, ne. Oh, von der Gardine. Ja, pass auf, das sind doch bestimmt die Captain hier, ne? Und das sieht eher aus wie ganz böse Leute da oben. Ne? Aber der Linke müsste ja Olof sein, gell? Der ganz Linke? Nee, der mit der Uniform. Ja, das weiß ich nicht, ne? Hm. Keine Ahnung. Naja, also hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein, dann geht's bestimmt die Treppe runter, gell? Ja, wollen wir mal, ich mach mal einen Screenie davon. Ja, ja. Mal gucken. So. Ja, Olof, halte Gosch. Hör mal, wir haben dich besiegt. Hier ist ein Aufzug, hier geht's raus. Okay, okay, okay. Ach, da hängt der. Gefängnisschlüssel. Ah, und hier ist noch eine. Nee, ist keine Notiz. Was liegt denn hier? Aber hier liegt noch Stuff. Geld, Geld, Geld. Und was ist das? Titanwerkzeug? Okay. Boah, krass. Okay, Titan-Axt. Schwert. Schwert? Jo, geil. Oh, jo. Pfeile. Titan-Pfeil, wie krass die aussehen, ne? Aber mal ganz ehrlich, das ist doch The Last Chapter. Was macht man jetzt damit? Weil, sorry, aber wir sind doch gefühlt durch. Also, er hängt jetzt da, ne?
Ja, ich würde sagen, es geht jetzt wahrscheinlich immer Aufzug runter. Hast du verdient, hier kriegst du einen Spießstich ab. Sehe ich auch so. Hier, hast du mal was davon. Hier, bam. So, vertrockne da. Wirklich, Drecksack. Ich verdiene nichts davon. Du verdienst alles davon. Jawohl. Alter. Okay. Oh, also, ich fand den Endfight jetzt gar nicht so schwer Also ich mehr, habe keine Ahnung, jetzt war es wirklich, vielleicht waren wir jetzt auch echt OP, aber ganz ehrlich, dann ist es halt auch wirklich in Ordnung, weil eigentlich ist es in Raft ja nicht so heftig mit den Gegnern, ne? Es geht ja eigentlich immer alles. ja, aber wir hatten doch unfassbar gest... Oh, wir hängen irgendwie. Also, Ne, hier jetzt. ist die Tür. Also, wir haben unfassbar gestruggelt, ne? Ja. Letztes Mal. Wo war das Gefängnis nochmal? Direkt hier unten irgendwo, oder? Kann man hier einfach runter? Ah, ich sehe nichts. Hast du eine Taschenlampe dabei? Nee, habe ich witzigerweise tatsächlich zu Hause gelassen, die Moment, Taschenlampe. war das Gefängnis nicht irgendwo hier? Nee, hier ist es, hier. Ach, ich komm. Moment mal, warte. Direkt hier. Ach ja, stimmt, da, ja, ist ziemlich groß. Also Okay. jetzt bin ich mal gespannt, weil hör mal, stell dich mal davor und hör mal. Hörst du die Stimmen? Oh, da habe ich jemand gehen gehört. Das ist mir noch. Du hast das im Stream schon erwähnt, ne? Ja, man hört die Stimmen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt tatsächlich auf richtige Menschen treffen, Ja, das muss erste ja. Mal. Muss ja, weil die Flößer sind ja hier, ne? Und er hat ja gesagt, er hat sie alle weggesperrt, ne? Als wir da oben waren. Okay, Okay, pass auf, mach ja, mal dann gib auf. Gas. Komm, wir gucken mal. Ich gehe mal zurück, nicht, dass da noch ein Tier kommt oder so. Ey, das sind Menschen. When the ocean itself broke civilization, the survivors were left with nothing. Wow. Yet they persisted. The forward scouts rose up from the wreckage, defied our flooded world and brought back hope. Geil. Now Utopia stands free once again, thanks to their actions. With this final chance, we can begin the slow and difficult road to recovery. From today on, we are all forward scouts, ready to discover the next step for humanity. Okay, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist im Endeffekt Olof der Tyrann gewesen, der, ja, dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, also ist jetzt wieder Frieden hier eingekehrt, die Menschen sind wieder frei, mal gucken, was jetzt passiert, also geil. Okay, Errungenschaft habe ich gekriegt. Oh, Was? wir sehen Menschen! Oh mein Gott, wie krass. Du kannst sogar mit denen sprechen. Nee, wie krass. Ey, pass auf, hier haben wir doch gegen Olof gekämpft. Das ist doch die Stage. Guck mal, hier stehen unsere Kisten. Wie geil. Und Oh, hier? sie hat sich bedankt, weil wir sie befreit haben. Was? Ist hier alles voll mit Obst? Ja, Oh, du kannst das alles geil. aufheben. Wie krass. Ja, das nenne ich mal ein Gönnerritual. Gönnermodus. Geil. Mango. Geil. Und hier sind die Automaten. Ja, alles kaufen, kaufen, kaufen. Shopping. Das hier sieht aber eher aus wie Aber ohne Gewürze, Spaß, ne? also es ist ein richtiger Gänsehautmoment gewesen jetzt, oder? Auch, dass die jetzt, Ja. dass man mit allen reden kann. We ended up like that. Listening to Olaf was a mistake, to say the least. I need to get better at reading people. In hindsight, Ja, es muss yes. wirklich besser werden, Menschen zu Ja. lesen, Larry. Don't worry. I'm disappointed in myself too. Wusste nicht von dir selbst enttäuscht zu sein. Wahnsinn, ey. Die wurden einfach von Olof mega ausgenutzt oder so. Guck mal, hier sind auch noch Automaten. Oh, wir verdienen alle Ehre der Welt. Auch das ist aber nett. Wer sagt das? Toshiro. Okay, ah, geil, ne? That was so scary. Anissa. I'm still a bit in shock. Good job dealing with that Olaf fella. Let's make Danke. sure it doesn't happen again, okay? Ja, ich würde auch sagen, wir sorgen mal dafür, dass das nicht mehr passiert. Kann man das hier auch nehmen? Aber hier sind mega geile Sachen. Wahnsinn. Hier sind auch diese kleinen Leuchten, die hier sind. Wie viele Münzen haben wir denn überhaupt hier? 37, also wir können uns mal. Ein bisschen was können wir uns gönnen, ne? Ich gönne Leg mal los. einfach alles hier mal. So, Die Pflanzen bitte vor allem. das kostet ja alles nichts. Jo. Klingt irgendwie, als würde ich einen Jackpot gewinnen. Ich kaufe mal alles doppelt, ne? Ja, und ich habe derweil noch eine Münze gefunden. Geil. Und ich würde die Deko hier auch mal kaufen.
Ja, super gerne. Also nimm alles mit, was geht, weil dann haben wir es ja auch für unser Raft, weißt du? Ja, das Ding ist halt, wir sind doch jetzt durch, ne? Es kommt doch jetzt nichts mehr, oder? Ja, es kommt nichts mehr, aber wir können es ja wenigstens noch fertig dekorieren. Das, also weiß ich nicht, ob wir das jetzt noch on-cam machen müssen oder so, aber würde ich schon noch schön finden, die Sachen halt noch hinzustellen, weißt du? Boah, ich weiß es jetzt nicht. Also wir können sie gerne kaufen, für sie zu haben, aber oh, guck, wie cool die Dinger sind, ne? Mega. Einfach, ich finde diese Leuchten richtig geil. Also ich finde es total krass und faszinierend, dass wir jetzt hier einfach mit anderen NPCs so richtig interagieren können. Das ist ja jetzt was ganz Neues. Ja, ja, ist auch so, ne? Das ist wirklich neu. Das ist wirklich komplett neu. Deswegen bin ich super gespannt, sofern es irgendwann weitergeht, wie es halt weitergeht, ne? Hier sitzt Olof. Was? Bist du jetzt glücklich? Natürlich bin ich jetzt glücklich. Da gehörst du auch hin, du Drecksack. Also ich hätte dich nicht leben lassen. Die Sidonen werden nicht erreichen. Sie werden bald verhungern und du auch. Nee, ich glaube eher nicht. Du bist halt das Problem an diesem Ding. Vor allem, die haben schon das Dynamit weggenommen, ne? Na, ist egal. Geil. Da sitzt er hier im Käfig. Ein Rollcontainer zum Rumschubsen wäre doch praktisch gewesen. Sehr geil, es sieht wirklich mega schön hier aus jetzt. Ne? Es ist unfassbar schön, also gefällt mir richtig, richtig gut, auch für den Abschluss. Also ich meine, es könnte natürlich hier zu Ende sein. Ne? Es wäre tatsächlich ein schlüssiges und schönes Ende, die Menschen sind wieder befreit, alle sind wieder happy und so. Aber im Buch wäre ja durchaus noch Platz nach unten hin für so ein paar Fähnchen. Ja, ne? Sie haben ja schon angekündigt, dass noch was machen. Ne? Aber wie safe das jetzt ist, ist ja noch nicht hundertprozentig sicher. Aber du hast recht mit den Fähnchen hier. Da wäre noch Platz für so, würde ich sagen, so drei Stück. Also einen Chapter können sie auf jeden Fall noch raushauen. Ja, könnte man noch machen. Ne? Vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man ja jetzt hier auch die Titanwaffen gelernt hat. Ne? Ja, ja, richtig. Weil wofür brauchst du sie sonst jetzt noch? Ne? Richtig. Jetzt haben wir das Spiel durchgespielt und was machst du jetzt? Spielst du Raft, ne? Ja, so, jetzt raftest du rum. Jetzt raftest du rum. Also sehr geil. Okay, cool. Das ist wirklich geil. Also muss ich wirklich sagen, ich bin mal froh, mal wirklich auf Menschen zu treffen. Ist und irgendwie schön, ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist das aufgefallen. Also ich letztes Mal, also als ich off-cam hier rumgerannt bin, und zwar, ich will euch das mal gerne zeigen, wir gehen mal kurz runter. Wo ging es hier nochmal runter? Guck mal, hier gibt es doch bestimmt Schnellabgang hier nach unten. Hier, genau. Hier und dann ins Wasser und dann hier runter. Super. Boom. Also einmal ins Wasser und dann guck da mal, ne? So, die haben ja diese schwebende Stadt hier drumherum gebaut. Aber ist euch aufgefallen, dass die immer um die Hochhäuser drumherum gebaut sind? Das heißt, diese Stadt kann nicht wegschwimmen. Weil, wenn das Wasser steigt, steigen die einzelnen Bojen ja mit nach oben. Und die Stadt steigt einfach nach oben. Und die sind eingegrenzt durch die Hochhäuser. Jo, du hast recht. Ne? Das heißt, sie ist im Endeffekt stabil gebaut. Also, ne, okay, manche Dinger wie hier, das würde dann untergehen. Aber die ganzen Gehwege, die würden sich einfach mit erheben. Ja, voll cool. Sehr gut mitgedacht. Ne? Finde ich auch. Ich hab's gerade. Also damit ist es ja wirklich so ein richtiges Utopia, ne? An für sich schon. Je nachdem, wie man Utopia definiert, ne? Aber ist cool. Also, muss ich wirklich sagen. Komm, ich gönne mir mal ein Smoothie hier. Weißt du, gerade auch noch mega stark vorbereitet und alles. Für hier jetzt einen Big Fight zu machen. Wo rennst denn du eigentlich gerade rum? Ich würde jetzt, glaube ich, zum Fluss zurückgehen, gell? Ja, da bin ich auch auf dem Weg hin. Okay, ich auch, ja. So, ich esse hier nochmal schnell was. Trinken brauche ich nicht. Ja, weil du bist nämlich vorgerannt. Ach so. Und dann dachte ich, ich renne mal hinterher. Und jetzt bin ich hier beim Floß, ne? Ach, du bist schon da, ich noch nicht. Ja, ja, gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Schön gemütlich. Hier wird Huband noch sein. Höp! Mich hat er nicht gekriegt, das finde ich eine gute Sache. Ich bin jetzt auch da. Ich gucke gerade, ich sehe dich aber noch nicht. Ja, ich komme jetzt. Ja, lass dir Zeit, kein Stress, kein Stress. Aber da sieht man mit frischem Kopf, ne, und dann geht das wieder. Wir waren vielleicht auch einfach viel zu müde an dem Tag. Ist halt so, ne. Komm, wir legen uns mal hier ins Bett. Schon gemütlich, ohne Stress. Jawohl. Zack. Ja, schön. Wirklich sehr schön. Ne, ist aber das, was. Das ist halt genau das Ding, warum ich es auch letztes Mal unbedingt fertig kriegen wollte. Natürlich habe ich auch da ein bisschen rumgestresst. Ihr kennt mich ja, wie ich halt so bin. Aber es war mir halt wichtig, dass man das trotzdem abschließen, ne? Also für genau die, was haben wir jetzt aufgenommen? Noch 20 Minuten hier. Das hat sich nicht gelohnt, für einen Stream zu machen, ne? Deswegen ist es gut, dass man es so gemacht hat. Ihr habt doch gesehen, es ruckelt null, es ist alles super. Also das müsste jetzt normalerweise in Zukunft wieder vernünftig auch im Stream laufen. Aber ich muss sagen, von der gesamten Storyline, ja, es hat sich ein bisschen hingezogen, weil wir die ersten Teile ja schon bereits gemacht hatten, kannten wir jetzt und The Last Chapter
ist, finde ich, den ist den mega, mega gut gelungen. Wobei ich bei Utopia sagen muss, die Stadt ist mega schön. Den Bossfight ist auch geil gemacht, weil das so, so ein bisschen was Neues ist tatsächlich. Was ja hauptsächlich so im Last Chapter kam. Und, ja, was mir aber ein bisschen fehlt, sind die Notizen tatsächlich. So ein bisschen den Storylauf. Das stimmt, ja, ja. Ne, der ist hier so extremst untergegangen, finde ich so ein bisschen. Das finde ich ein bisschen sehr schade. Naja, ist halt so. Aber abschließend kann man sagen, ein super herausragendes Spiel, was mega, mega Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sarah, bedanke ich mich natürlich fürs Mitspielen. Und, ja, es hat Spaß gemacht. Mal schauen, was wir da nächste Woche spielen. Ne? Das werden wir rausfinden. Und alle, die gerne live dabei sein wollen, kommt doch auf Twitch. Und Sarah zockt natürlich dann auch mit, insofern wir Multiplayer spielen. Und wir werden rausfinden. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.